Krebs und herzlich willkommen zum Reading für die zweite Monatshälfte im Juli. Mein Name ist Sirut Sabine und ich freue mich jetzt mit dir hier in diese zweite Monatshälfte hineinzuschauen. Wir schauen, wie es weitergeht in diesem doch sehr aufregenden und spannungsgeladenen Juli für dich. Vielleicht hast du noch Geburtstag in dieser zweiten Julihälfte. Gerne nutze auch das Geburtstagsreading für dich. Und ja, lass deine Wünsche super genial hier in Erfüllung gehen. Fulfillment of Wishes. Vom 15. bis zum 31.07. schauen wir jetzt hier, welche Energien dich begleiten, was dich unterstützt, was vielleicht aber auch wegfällt oder was ganz neu hinzukommt. Dieses Reading, lieber Krebs, wird auch wie alle anderen Monatsreadings eine Fortsetzung haben. Die Links dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, Fulfillment of Wishes. Ich bin begeistert, lieber Krebs, denn für mich erfüllen sich hier auch dann Träume und Wünsche, aber wir haben auch hier ein Stück weit den Aspekt von Chaos und Konflikt. Also, es gilt, achtsam zu sein, aufmerksam zu sein, gut hinzuspüren. Wir haben hier den Aspekt des Turms, der hier plötzlich und unerwartet vielleicht auch auftauchen kann. Es können hier 5 Stäbe auftauchen, die etwas Unruhe hineinbringen. Es können aber auch mit dieser Erfüllung deiner Wünsche plötzlich ja auch ein Stück weit Chaos kann dadurch entstehen, weil sich hier etwas massiv verändern kann. Die Gemeinschaft zeigt sich. Vielleicht geht es hier um Verbindungen, um ja, Seelenverbindungen, Kooperationen, um eine neue Gemeinschaft, ein neues Miteinander. Vielleicht finden sich hier auch Seelen zusammen und dadurch, dass das Ganze hier so ein bisschen mit dem Konflikt im Hintergrund schwingt, kann das auch herausfordernd sein, sich da in alte, neue, wir haben ja uralter Wald, in alte, neue Seelenverbindungen hineinzufügen. Der Reiher begleitet dich, die Energiebalance, Yin und Yang, Meditation und Innenschau bringen dich in deine Kraft. Das finde ich sehr schön, weil das hier eine Art ausgleichende Energie ist, die dich einfach auch dazu einlädt, egal wie konfliktreich oder überraschend oder freudvoll sich dieser Juli für dich gestaltet, darfst du immer wieder schauen, wie kommst du in dir in eine gute Balance. Wie ist die Energie aufgeteilt in dir zwischen Yin und Yang, zwischen weiblich und männlich, zwischen Empfangen und Geben? So, eine Hauptenergie möchte ich jetzt hier bitte noch für die Krebse. Der Gehängte. Auch hier der Aspekt von Ruhe, Stillstand, neue Perspektive, neue Erkenntnisse. Sehr, sehr spannend. Die Erfüllung deiner Wünsche. Vielleicht ist es einfach schlicht und ergreifend dein Wunsch, in die Ruhe zu gehen, in die Entspannung zu gehen, in die Meditation. In einer Gemeinschaft kann es hier Chaos, Konflikt geben, kann es hier ja aufreibende Momente geben. Und auch der Gehängte sagt, betrachte das Ganze aus einer neuen Perspektive. Also, lass uns eine weitere Perspektive hinzufügen, nämlich die Tarotkarten. Und da schauen wir jetzt mal, was sich hier für dich in diesem Juli zeigen möchte, was dich unterstützt, was dir ja auch Impulse schenken möchte.
Die Justice, die Gerechtigkeit. Und wir haben direkt die nächste Karte. Ja, mit der Gerechtigkeit geht es um Balance. Auch hier Yin und Yang in Balance, Energiebalance. Hier geht es um Entscheidungen. Hier geht es vielleicht auch darum, dich zu positionieren, kommt gerade ganz, ganz stark rein. Denn mit den vier Stäben haben wir hier auch die Gemeinschaft, die Freude, das bei dir ankommen, das in dir zu Hause sein, lebendige Begegnungen, Festlichkeiten und ja, freudvolle Momente. Und ich habe das Gefühl, lieber Krebs, du darfst dich auch ganz bewusst für freudvolle Momente entscheiden. Eine Hochzeit. Ja, und der Page der Stäbe und die Königin der Schwerter. Eine ganz klare Entscheidung für ja, deine Hochzeit, dein freudvolles in dir sein, aber auch Entscheidungen, die hier anstehen. Entscheidungen vielleicht für einen Neuanfang, Entscheidungen für eine neue Kooperation, die hier vielleicht auch im Anfangsstadium noch ist, wo es hier noch ein bisschen Unruhe gibt, noch ein bisschen ja, Chaos und Konflikt. Ein neuer Weg, eine neue Reise, eine kraftvoll mutige Entscheidung und wir schauen mal, wohin dich diese Entscheidung führt. In die Sonne, in dein Licht. Vielleicht sogar auch die Entscheidung, deine Energie noch mehr, noch tiefer zu aktivieren. Die Sonne, absolute Glückskarte, Löwe-Energie, 8-8-Portal, darauf gehen wir ja zu. Ich glaube aber, dass es hier wirklich auch um dein Licht, um dein Leuchten geht. 9 Kelche. Die Erfüllung deiner Wünsche. Ich möchte gerne die letzte Karte auch noch, um hier mal hinzuspüren, was sich hier zeigt. Tja, die Zweifel. Auch hier wieder die Entscheidung. Welchen Weg gehst du? Woran zweifelst du? Zweifelst du hier vielleicht auch an einer Entscheidung? Nutze die Energie des Gehängten. Wende deinen Blick. Schau nochmal aus einer anderen Perspektive. Denn das, was vielleicht gerade chaotisch und konfliktreich erscheint, ist die alte Welt, die zusammenbricht, die sich neu sortiert, wo du in einer, ich möchte fast schon sagen, neuen Gemeinschaft dich wiederfindest, wo du ganz du selbst sein darfst. Wir haben hier wirklich die Erfüllung der Wünsche. Wir haben hier 9 Kelche erfüllt und die 4 Stäbe, das bei dir ankommen. Das ist auch eine typische Krebskarte hier, die 4 Stäbe in dir zu Hause sein, deine Liebsten um dich haben, ja, die Freude des Lebens, der Genuss, es dir gut gehen lassen, genießen, die Gemeinschaft auch genießen. Auch wenn du alleine bist, kannst du die Gemeinschaft mit dir selbst genießen. Deine Seelenanteile, die hier wirklich auch erfüllt von Freude, von Leichtigkeit sind. Spür mal deine ganzen Emotionen, die sich hier zeigen und lausche mal den Zweifeln, die ja, vielleicht auch in deinem Kopf auftauchen. Der Reiher lädt dich ein, in die Innenschau zu gehen und ja, dadurch nochmal mehr deine Kraft zu spüren. Und wenn es arbeitstechnisch
freundschaftlich, Beruf, keine Ahnung, wo es hier Chaos und Konflikt gibt, wenn es da aufwühlende Energien hat, ja, dann tauche nach innen und betrachte dir aus einer, ja, veränderten Perspektive, vielleicht auch aus einem aktivierten inneren Beobachter heraus, die Gemeinschaft, in der du gerade bist und wo es gerade diese Unruhe gibt. Ist das wirklich noch dein Leben? Ist das wirklich das, wo du sein möchtest? Ist es das, was dich hier erfüllt? Oder spürst du, es ist an der Zeit, eine neue Entscheidung zu treffen? Spürst du, du brauchst hier, ja, noch nicht mal Abwechslung. Frieden nehme ich hier wahr. Sehr viel inneren Frieden, der dich einfach auch dabei unterstützt, herausfordernde Zeiten gut zu meistern. Und ja, es wird die ein oder andere herausfordernde Zeit auf uns zukommen in dieser zweiten Julihälfte. Ich erinnere nur an den zweiten Vollmond auf der Steinbock-Krebs-Achse. Und du, lieber Krebs, du bist direkt davon betroffen. Und wir hatten jetzt den Neumond im Krebs. Also all diese Energien oder viele dieser Energien, die sich jetzt gerade öffnen und neu sortieren, beeinflussen dein Leben. Und du darfst immer wieder entscheiden, in dir eine Balance zu finden zwischen innerem Frieden, der dich stabilisiert, um dann im Außen zu schauen, was tangiert mich hier noch von diesem Chaos und Konflikt in Gemeinschaften. Vielleicht zeigt sich hier auch eine alte Welt, ein altes System, was dir nicht mehr dient, wo du jetzt wirklich ganz, ganz kraftvoll neue Wege gehen darfst. Auch wenn du hier so ein bisschen hin und her gerissen bist, erlaube dir aus deinem Herzen voller Klarheit mit einer ganz klaren Perspektive auf die Erfüllung deiner Wünsche zu entscheiden. Es geht um kraftvolle Entscheidungen, lieber Krebs. Wie sich das Ganze zeigt, gerade auch hier mit dem Chaos, mit der Gemeinschaft und auch mit dem Gehängten, da möchte ich jetzt nochmal in der Fortsetzung tiefer schauen und ich möchte vor allen Dingen auch schauen, wie sich hier deine Wünsche erfüllen möchten. Also, lieber Krebs, ich freue mich auf dich in der Fortsetzung und ich sag mal, bis gleich.